In der Schule begegnen wir immer wieder Aufgaben, bei denen die Flugkurven von Basketbällen modelliert werden. Aber jetzt mal ernsthaft, macht man das wirklich? Also hat sich wirklich schon mal jemand in echt hingesetzt, das durchgerechnet und daraufhin hat sich in der Praxis irgendwas verändert? Ja, und zwar der langjährige persönliche Trainer von Dirk Nowitzki, dem extrem erfolgreichen deutschen Basketballspieler. Sein Trainer, Holger Geschwindner, hat derzeit Folgendes gesagt: Ich habe mir damals ein Stück Papier genommen und mich gefragt, gibt es einen Schuss, also einen Wurf, bei dem ich Fehler machen darf und der Ball trotzdem durch den Ring fällt? Und dann habe ich eine Skizze gezeichnet. Der Ball muss mindestens einen Einfallswinkel von 32 Grad haben. Dirk ist 2,13 Meter groß. Seine Arme haben eine bestimmte Länge. Und wenn man dann noch die Gesetze der Physik kennt, kommt man schnell zu einer Problemlösung. Über Geschwindner muss man nämlich wissen, der war nicht nur selber Basketballspieler und auch später Trainer, sondern er hat halt auch Mathematik und Physik studiert. Und wie er jetzt auf diesen 32 Grad Einfallswinkel kommt und welche Auswirkungen seine Berechnungen auf Nowitzkis Karriere hatten, das gucken wir uns ganz kurz einmal zusammen jetzt an. Wir müssen uns jetzt vorstellen, unser Ziel ist es, dass der Ball schön durch den Ring fällt. Das heißt, er soll nicht irgendwie den Korb berühren oder das Brett noch berühren und mit ein bisschen Glück reinfallen, sondern er soll wirklich schön entspannt durch den Korb fallen und den Ring dabei nicht berühren. Dann lassen wir uns nämlich auch noch einen kleinen Puffer, denn genauso wie Geschwindner ja gesagt hat, wir wollen auch noch kleine Fehler machen dürfen und der Ball soll trotzdem eine Chance haben, reinzugehen. Das heißt, überall, wo der Ring noch mal ein bisschen berührt wird, man nicht ganz genau wirft oder trotzdem reingeht, das lassen wir uns als Puffer, das nehmen wir dann nämlich gerne mit, wenn wir in der Praxis leichte Fehler machen. Ja, wie sieht das Ganze jetzt mit unserem Einfallswinkel aus? Wenn der Winkel zu klein ist, dann hat der Ball keine Chance, in den Korb zu fallen, ohne dass er den Ring berührt. Je größer der Winkel wird, desto besser funktioniert das natürlich am Anfang erstmal. Also im besten Fall ist es so, dass es irgendwie 90 Grad sind und der Ball von oben hereinfällt, genau durch den Korb. Aber das Ganze ist natürlich ein bisschen schwierig. Jeder, der mal Basketball gespielt hat, weiß, wenn ich den Ball erstmal 10 Meter hochschleudern muss, damit er schön von oben durch den Korb fällt, kann ich nicht mehr so wirklich gut zielen. Und außerdem sind wir ja im Leistungssport und da geht es eigentlich in allen Bereichen darum, Kraft zu sparen. Das heißt, es ergibt dann schon Sinn, sich am kleinstmöglichen Einfallswinkel zu orientieren, wo der Ball durchfällt, ohne den Ring zu berühren. Um diesen Winkel zu bekommen, stellen wir uns jetzt vor, dass der Ball ganz knapp am vorderen Teil des Rings vorbeigeht, in den Korb fällt und dabei aber auch ganz knapp den hinteren Teil des Rings nicht berührt. Und dafür können wir uns jetzt erstmal eine Skizze machen und dazu zeichnen wir uns als erstes eine Strecke ein, und zwar vom vorderen Teil bis zum hinteren Teil des Rings. Bei der Recherche finden wir relativ schnell raus, dass der Innendurchmesser eines Basketballrings 45 cm beträgt. Das können wir uns also schon mal notieren. Und dann zeichnen wir noch die Strecke des Balldurchmessers ein, und zwar genau so, dass ein rechtwinkliges Dreieck entsteht. Denn dann bekommen wir den minimalen Einfallswinkel. Denn der Ball fliegt dann quasi genau so, dass er den Anfangspunkt des Innendurchmessers berührt, durch den Korb fällt und aber auch den Endpunkt des Innendurchmessers wieder ganz knapp berührt. So können wir uns das Ganze gut vorstellen. Den Durchmesser eines Basketballs können wir uns natürlich auch schnell raussuchen. Der beträgt ca. 23,9 cm. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wie groß ist der minimale Einfallswinkel? Also hier, wie groß ist Alpha? Und das Ganze können wir mit trigonometrischen Funktionen herausfinden, und zwar mit der Sinusfunktion. Der Sinus von Alpha ist das Verhältnis der Länge der Gegenkathete zur Länge der Hypotenuse. Also haben wir bei uns dann stehen Balldurchmesser durch Ringdurchmesser. Wir setzen dann die Werte ein und bekommen für den Sinus von Alpha 0,53 Periode 1 raus. Und danach bekommen wir für Alpha dann 32,08 Grad raus. Und damit landen wir ja ziemlich genau bei den 32 Grad Einfallswinkel, von denen Geschwindner auch gesprochen hat. Ja, was bringt uns dieser Wert jetzt? Wenn wir wissen, dass wir einen Einfallswinkel von 32 Grad wollen, dann können wir Flugkurven modellieren und bestimmen, in welchem Winkel der Ball abgeworfen werden sollte. Das hängt ja natürlich ganz davon ab, wie weit man vom Korb entfernt steht, aber auch wie groß man ist. Also ich mit meinen 1,90 werde vermutlich einen anderen Abwurfwinkel haben als Dirk Nowitzki mit 2,13 Meter Körpergröße. Das heißt, ich werde den Ball immer ein bisschen steiler abwerfen müssen als er. Wenn man von einer bestimmten Person die Flugkurve modelliert, kann man mit Hilfe der Physik sogar noch herausfinden, was denn so die optimale Geschwindigkeit beim Wurf dabei ist. Besonders bieten sich diese ganzen Berechnungen beim Basketball beim Freiwurf an. Und zwar haben wir da immer die gleiche Distanz, wir haben keinen Gegenspieler vor uns.
Und genau dann helfen uns unsere Daten auch wirklich beim Training. Dann ist es nicht mehr so, dass wir sagen, ja, wirf mal den Ball ein bisschen höher, ich glaube, dann fliegt der besser, sondern wir haben wirklich genaue Daten, woran wir wissen, wie unsere, ja, perfekte Flugkurve aussieht. Genau diese Berechnung hat Holger Geschwindner dann auch bei Nowitzki gemacht und daraufhin das Training angepasst. Andere Coaches haben ihn dafür am Anfang erstmal belächelt und auch Nowitzki selbst fand das Ganze irgendwie schräg. Aber er hat recht schnell gemerkt, und ich zitiere, es bringt was, was der Typ da erzählt. Und was das wirklich gebracht hat, sehen wir, wenn wir mal einen Blick auf Nowitzkis Karriere werfen. Nowitzki war natürlich extrem erfolgreich. Er hat die NBA gewonnen, er wurde damals sogar zum wertvollsten Spieler der Finalserie ernannt. Was aber auffällt, ist, dass er vor allen Dingen für seine extrem gute Freiwurfquote bekannt war. Also Freiwurfquoten von über 90% waren für ihn jetzt nicht ungewöhnlich. In den Playoffs hat er sogar dann 94% geschafft in der Meistersaison. Im Herbst 2010 hat er mal einen Freiwurf verworfen, okay, aber davor hat er spielübergreifend 82 Freiwürfe in Folge reingemacht. Und das ist nur einer der wenigen Rekorde, die er damals aufgestellt hat. Und wie Nowitzki selbst später auch gesagt hat, die Trainingsmethoden von Geschwindner und dabei natürlich auch das mathematische und physikalische Modellieren hatten durchaus einen großen Anteil an seinem Erfolg und seinen Freiwurfquoten. Ja, vielleicht denkt ihr das nächste Mal, wenn ihr mit Basketball irgendwie in Berührung kommt, an etwas, was auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun hat, und zwar Mathematik. Und in der Infobox findet ihr auf jeden Fall alle Quellen und auch einen Beitrag, bei dem ihr noch mehr darüber erfahren könnt und auch mal genau seht, wie man diese Flugkurven am Ende modelliert. Ich hoffe wie immer, dass ihr aus dem Video was mitnehmen könnt.